Wie fange ich an, ist eigentlich eine Veranstaltungsreihe, die normalerweise, wenn nicht gerade Corona-Pandemie weltweit tobt, offline, also vor Ort bei uns in Podewil stattfindet, als halbes oder Ganztags-Event, wo ihr in verschiedenste Themen an einem Tag einsteigen könnt. Im Moment funktioniert das so mit so vielen Teilnehmenden natürlich nicht vor Ort. Deswegen haben wir im Mai kurzfristig das Ganze als so kleine Online-Reihe gestartet, wo wir eben jetzt im September anknüpfen und 3 weitere Ausgaben anbieten. Heute startet also die September-Reihe mit dem Thema Podcast produzieren. Die nächsten Ausgaben sind dann in den nächsten 2 Wochen. Einmal am 23. September zum Thema Album veröffentlichen und am 30. September zum Thema irgendwas mit Design, Grafik und Kommunikationsdesign ist der Schwerpunkt. Warum haben wir uns denn jetzt dem Thema Podcast produzieren angenommen? Wie ihr wahrscheinlich wisst und selber eben sehr interessiert daran seid, nehme ich mal an, sind nicht erst in der Corona-Krise Podcast ein sehr beliebtes Kommunikationsformat geworden. Aber wir haben natürlich festgestellt, dass gerade durch das Wegfallen von Veranstaltungen vor Ort es zunehmend eine große Nachfrage von digitalen Kommunikationsformaten gibt, also auch von Podcasts. Das haben wir auch festgestellt in unseren Beratungen und anderen Veranstaltungen. Deswegen haben wir uns kurzerhand gedacht, Mann, dann laden wir hier mal 2 spannende Akteure ein, die uns ein bisschen mehr darüber erzählen können und aus ihren Erfahrungen teilen können. Und deswegen haben wir für euch eingeladen heute Christian Conradi vom Podcast-Label 4000 Hertz und Nick Kopenhagen vom Podcast Kunstgespräche. Hallo. Hi. Genau, die beiden winken gerade auch schon mal rein. Und dann noch ein paar Worte zum Ablauf heute. Ich werde gleich noch mal kurz was über unser Projekt und unser Angebot Kreativkultur Berlin erzählen. Dann gibt es ein Mini-Mini-Warm-up, weil es natürlich auch darum geht, dass wir euch so ein bisschen kennenlernen wollen und wissen wollen, mit wem sprechen wir da heute eigentlich. Danach übergebe ich auch schon an Christian und Nick, die sich vorstellen und dann starten wir in den Austausch. Das heißt, ihr seid wirklich herzlich eingeladen, jede Frage, die euch so einfällt, heute zu stellen und ins Gespräch zu gehen mit Christian und Nick. Ich versuche mich derweil möglichst am Rande zu halten. Ich werde eure Fragen vorstellen, werde die so ein bisschen moderieren, aber möchte mich, soweit es geht, aus dem Gespräch eigentlich zurückhalten, damit ihr möglichst viele Fragen stellen könnt. Genau. Dann ein paar Worte zu unserem Projekt. Kreativkultur Berlin ist das Berliner Beratungszentrum für Kulturförderung und Kreativwirtschaft. Langer Name, da steckt auch schon ganz schön viel drin. Und das Ganze ist wiederum ein Projekt von Kulturprojekte Berlin. Wir haben quasi 4 Angebote für euch. Und zwar ist das einmal der Kulturförderpunkt Berlin, die Kreativwirtschaftsberatung, Creative City Berlin und Crowdfunding Berlin. Was uns vereint ist, dass wir kostenfreie Beratungen anbieten, Einzel- und Gruppenberatungen. Auf der einen Seite eben der Kulturförderpunkt Beratung, speziell, wie der Name schon sagt, rund um Kulturförderung. Das heißt, ihr habt Projekte geplant im gemeinnützigen Bereich von Kunst und Kultur und fragt euch, wo ihr die passende Förderung dafür findet. Dann seid ihr beim Kulturförderpunkt richtig aufgehoben. Seid ihr hingegen selbstständig, solo-selbstständig, habt ein Unternehmen oder möchtet ein Unternehmen gründen in der Kultur der Kreativwirtschaft, dann könnt ihr euch gerne an die Kolleginnen der Kreativwirtschaftsberatung wenden. Creative City Berlin ist quasi ergänzend zu denken, als Online-Portal für Kunst, Kultur und Kreativschaffende aus Berlin. Die meisten kennen Creative City Berlin durch die große Jobbörse, aber wir bieten darauf auch noch viel mehr. Ihr könnt selber Profile anbieten, könnt euch vernetzen, gegeneinander folgen. Wir haben aber auch ein großes Online-Magazin, in dem wir im Moment eben viel rund um die Corona-Krise, Unterstützungs- und Soforthilfemaßnahmen informieren, aber auch immer wieder spannende Akteure vorstellen, Interviews, Reportagen. Da gibt es richtig viel zu entdecken, also gerne einfach mal ein bisschen durchklicken. Und dann, last but not least, gehört zu uns auch noch Crowdfunding Berlin, was in erster Linie eine Plattform ist, wie der Name sagt. Informieren wir da zu Crowdfunding, zu den verschiedenen Crowdfunding-Plattformen, bieten Tipps und Tricks und vieles mehr. Und wir haben auch Crowdfunding-Erstberatungen, die im Moment nicht planmäßig stattfinden. Wenn ihr dabei Interesse habt, schreibt mir gerne E-Mail, dann sammeln wir euren Bedarf und machen da gegebenenfalls was möglich. So, und ich habe schon das Warm-up angekündigt. Und zwar stoppe ich das hier einmal ganz kurz, schicke euch einen Link. Ups, das ist jetzt der falsche Link natürlich. Moment, jetzt muss ich nochmal den richtigen rauskopieren. Und zwar könnt ihr gleich diesen Link, hier kommt jetzt auch der richtige im Chat, gerne schon mal öffnen. Dann müsstet ihr nämlich zu einer Mentimeter-Umfrage kommen, die ich jetzt hier auch nochmal teile. Und ihr könnt auch schon mal anfangen,
Antworten einzugeben. Und zwar in welcher Sparte, beziehungsweise, das muss ich jetzt verbal hinzufügen, in welchem kreativen Teilmarkt bist du aktiv? Das ist natürlich ganz interessant für uns, heute mal zu sehen, wer denn so dabei ist, wo ihr herkommt, was ihr so macht. Da kommen auch schon die ersten Antworten ein. Darstellende Künste haben wir, Journalismus, Rundfunk, Musik. Es ist auf jeden Fall alles vertreten. Aber für mich auf jeden Fall überraschend viele Akteure und Teilnehmer aus den darstellenden Künsten. Das hätte ich so gar nicht unbedingt erwartet. Bildende Kunst ist auch ganz stark vertreten. Sehr, sehr spannend. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier mal nachzufragen. Literatur bzw. Buch oder Bücher ist auch vertreten. Ja, sehr spannend. Also wir haben auf jeden Fall, wir sehen ziemlich genau ein, jetzt ist ein bisschen weniger geworden, aber ein Viertel ungefähr aus den bildenden Künsten, ein Viertel ungefähr ein bisschen weniger aus den darstellenden Künsten. Sehr, sehr spannend. Dann gehe ich auch schon mal zur nächsten Frage. Und zwar, um welches Thema soll es in deinem Podcast gehen? Das könnt ihr natürlich nur beantworten, wenn ihr ganz konkreten Podcast geplant habt oder gerade in so einer groben Konzeptionsphase seid. Wenn ihr aber, wenn das vielleicht für euch noch ganz weit entfernt ist, aber ihr trotzdem denkt, ach, vielleicht mache ich irgendwann mal einen Podcast dazu, tragt das hier auch gerne ein. Wäre sehr spannend, auch schon mal Film und Theater haben wir dabei, Intersektionalität, Burning Man, ganz interessant, Kulturaustausch, Mental Health, Wirtschaft, Hundebücher und Hundewissen, das finde ich auch ganz toll. Ich möchte mich gerade persönlich nämlich mit Hunden auseinandersetzen. Da werde ich bestimmt mal reinhören. Literatur, Soziologie, Zukunft, Politik, Tanz, Wissensvermittlung. Ich kann auf jeden Fall rauslesen, dass einige von euch sich wahrscheinlich mit dem Feld, in dem ihr selber Kunst macht und aktiv seid, auch auseinandersetzen möchtet in dem Podcast. Ich glaube, dann haben wir mit Nick Kopenhagen heute auch den richtigen Mann eingeladen, um ein bisschen darüber zu erzählen. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Das Ganze geht hier nicht verloren. Eure Einträge werden gespeichert. Wenn ihr da nochmal Nachfragen habt, gern bei mir melden. Aber jetzt stoppe ich das an der Stelle erstmal. Vielen Dank für eure Beiträge. Jetzt haben wir, glaube ich, so ein ganz gutes Gefühl, wer da eigentlich mit uns heute drin sitzt. Und ich möchte auch gar nicht mehr so viel Zeit rauben. Ich habe ja schon gesagt, eigentlich möchte ich mich ein bisschen mehr im Hintergrund halten. Das mache ich jetzt auch und übergebe erstmal an Christian von 4000 Hertz. Ja, hi. Sarah, erstmal danke für die Einladung auch und für die Orga. Genau, ich kann kurz was zu 4000 Hertz sagen. Also wir existieren seit 2016. Im Januar 2016 sind wir gestartet mit unserem Podcast-Label. So nennen wir uns. Was ihr hier seht, ist unser Studio hier nebenan. Also rechts von mir, links von euch ist noch ein Raum. Da sind 5 Arbeitsplätze. Und das war früher hier eigentlich so ein Coworking-Space, wie man so schön sagt. Wir, die das gestartet haben, sind eigentlich alle aus dem Journalismus, aus dem Radiobereich und haben, also ich habe, glaube ich, meinen ersten Podcast vor 15 Jahren gemacht, also sind schon relativ lange dabei und haben aber eher fürs Radio gearbeitet und haben halt irgendwie vor 4 Jahren gemerkt, ja, irgendwie in den USA geht das Thema ziemlich durch die Decke und in Deutschland passiert noch nicht so viel. Da war es noch sehr viel mehr ein Nischenmedium, als es jetzt ist. Jetzt ist es ja irgendwie doch Teil der Popkultur und im Mainstream auch irgendwie angekommen. Und damals haben wir uns gedacht, vielleicht sollten wir einfach mehr im Bereich Podcasts machen und haben die Podcasts, die wir damals privat eher so als Hobby neben unserem journalistischen Beruf im Radio gemacht haben, zusammengepackt, zusammengebunden, eine Webseite gemacht und halt dieses Label gegründet und haben mittlerweile über ein Dutzend Podcasts, die wir zum Teil selbst produziert haben oder mit Partnern, mit Partnerinnen zusammen produziert haben, auf unserem Label veröffentlicht, also diesem Distributionskanal, den wir da aufgemacht haben. Und aktuell sind es 8, mehr oder weniger 8 aktive Formate, die wir betreuen, ganz unterschiedlicher Couleur. Also es sind klassische Interviewformate, Talkformate. Wir haben zum Beispiel die Elementarfragen, wo wirklich so mit Experten und Persönlichkeiten tiefgehende Gespräche geführt werden. Wir haben durch die Gegend ein Format, was ein Kollege von mir macht, Christian Möller, in dem wir mit Kunst- und Kulturschaffenden, mit Künstlern, Schriftstellern, MusikerInnen im Spazierengehen eigentlich Gespräche führen oder Christian macht das. Dann mache ich zum Beispiel einen Doku-Podcast, wo ich Menschen in ihrer Lebenswelt besuche, von
einer Familie, die auf dem Hausboot lebt, bis ja, Künstlern, die ich dann irgendwie in ihrer Künstlerkommune besuche und so ein bisschen so deren Lebenswelt in Form einer Dokumentation oder einer Audioreportage vorstelle. Als wir das ungefähr 2 Jahre lang gemacht haben, also als wir gestartet sind, waren wir, glaube ich, auch so die Ersten, die sich zumindest so als Podcast-Label bezeichnet haben, haben wir gemerkt, okay, da ist auf jeden Fall ein Markt da, also wir werden gehört. Aber dann haben wir auch gleichzeitig gemerkt, dass so seit 2017, 2018 die Anfragen an uns von Institutionen, Stiftungen, Unternehmen immer häufiger waren. Also wir wurden dann angefragt, hey, könnt ihr auch für uns einen Podcast produzieren? Und das wurde in den letzten Jahren immer mehr, sodass wir halt noch ein Tochterunternehmen letztendlich gegründet haben, 4000 Hertz Studio, wo wir letztendlich auch Auftragsproduktionen selbst durchführen oder halt mit unserem Netzwerk von vielleicht 10, 20 mehr oder weniger festen Kolleginnen, mit denen wir Projekte umsetzen für andere. Das muss nicht unbedingt immer heißen, dass das mit 4000 Hertz zu tun hat. Manchmal sind das auch sogenannte White-Label-Produktionen, aber das sind im größten Teil schon auch Produktionen, mit denen wir uns selbst stark identifizieren, weil wir haben früher sehr viel im Auftrag von anderen gearbeitet, sprich für Radiosender. Und der Reiz, das zu machen, was man selber toll findet, womit man sich selbst auch identifiziert, war eigentlich der, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und das haben wir glücklicherweise auch für Auftragsproduktionen zum Großteil so realisieren können. Also das ist schon ein ziemlicher Luxus, den wir da haben, dass wir die Sachen machen können, auf die wir tatsächlich auch individuell Lust haben und die uns auch persönlich interessieren. Und als drittes Standbein hat sich so im letzten Jahr dazu auch noch ein Mitgliederbereich entwickelt, wo wir unsere eigenen Produktionen unserer Community zuerst zur Verfügung stellen. Die kommen dann da ein bisschen früher, sind auch generell werbefrei. Das hatte ich auch noch nicht gesagt. Also unsere eigenen Produktionen, die monetarisieren wir durch Werbung. Es gibt eine kurze Werbeintegration am Ende, in der Mitte oder am Ende einer Episode. Und ja, und MitgliederInnen, die uns dann durch einen monatlichen Beitrag unterstützen, können halt eben die Sachen werbefrei haben und ein bisschen früher und haben halt eben so einen geschlossenen Community-Bereich, wo nur diese Menschen dann mit uns auch in Verbindung treten können. Das sind so ganz grob die drei Bereiche, die wir bespielen. Und ja, es funktioniert halt irgendwie immer mehr, immer besser. Klar, wir profitieren auch von dem grundlegenden Podcast-Hype, der in Deutschland natürlich auch in den letzten Jahren sich vollzogen hat. Wir beobachten den Markt sehr stark, machen auch viel Workshops, Beratung, sind immer im Austausch mit der Community, soweit man von einer Community überhaupt sprechen kann im Podcast-Bereich. Einerseits eine technologisch konzentrierte Community, andererseits auch eine inhaltsgetriebene. Und wir versuchen da auf vielen Hochzeiten irgendwie zu tanzen und immer im Austausch zu bleiben, um halt auch diese Entwicklung, die immer rasanter wird, die immer diversifizierter sich aufstellt im Podcast, in der Podcast-Welt, um da überhaupt noch so ein Blick für zu haben. Und den reflektieren wir auch selbst in einem Format zum Beispiel, was wir machen. Vielleicht ist das interessant für euch. Die Frequenz, also wenn ihr in irgendeiner Podcast-App Frequenz eingebt, dann ist das so unser Meta-Podcast-Format, ein Podcast-Magazin, wo wir ganz viel über Podcast reden, mit anderen PodcasterInnen, mit anderen Medienschaffenden, die Podcasts machen, aber auch sehr viel über uns selbst und unsere Arbeitsweisen sprechen und so möglichst transparent wie möglich sind. Genau. Das war jetzt sehr viel Information, aber ich habe da versucht, das jetzt irgendwie kurz zu halten und zu raffen, was wir so machen. Und damit würde ich, glaube ich, schon an Nick übergeben. Genau, Nick. Nick Kopenhagen vom Kunstgespräche-Podcast. Du kannst dich jetzt auch vorstellen. Ja, könnt ihr mich hören? Ja, okay. Ja, vielen Dank für die Einladung, Sarah. Und vielen Dank auch für die Einleitung schon und auch an dich, Christian, für den Kurzvortrag. Ja, mein Name ist Nick Kopenhagen und ich bin selber bildender Künstler, jetzt seit drei, vier Jahren in Berlin und mache seit 2014 den Kunstgespräche-Podcast, den ich selber, also alleine herausgebe und produziere. Und das ist damals noch im Kunststudium entstanden, zum Ende meines Kunststudiums an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Und so ein Ausgangspunkt für mich damals war eigentlich, dass ich mit dem Diskurs innerhalb der Kunstwelt unzufrieden war. Also dass
das, was, also wie eigentlich geschrieben, gesprochen und gedacht wurde und wird in Bezug auf zeitgenössische Kunst. Und dass gleichzeitig auch wenig Mediensensibilität da war und zum Teil auch immer noch nicht ist in Bezug eben auf das Internet. Und dass sozusagen dann das höchste der Gefühle oft ist, dass mal irgendwie eine Panel-Diskussion dann abgefilmt wurde und dann irgendwie auf Vimeo zu finden ist. Und da hatte ich dann einfach das Gefühl, dass man dem doch etwas hinzufügen könnte, also und dass es noch nicht da ist, und habe dann einfach überlegt, das selber zu starten. Also der Schwerpunkt bei mir ist eben, sind Künstlerinnen und Künstler und deren Arbeit, und das erkunde ich dann eigentlich eben im Gespräch. Also in der Hinsicht ist es sehr klassisch, was ich mache, also weil es auch ein Interview-Podcast ist, und die Besonderheiten entstehen dann vielleicht so an anderer Stelle, komme ich gleich auch nochmal drauf hin. Der Podcast ist auf meiner Website verfügbar über einen Webplayer, wie das auch sehr üblich ist. Technisch benutze ich da das Podlove Plugin für WordPress, was sehr viel für einen übernimmt, dass man eben das Ganze dann auch auf iTunes bringen kann und auf Spotify. Außerdem ist mein Podcast inzwischen auch auf SoundCloud zur Verfügung gestellt. Und was für mich so eine wichtige Sache ist jetzt beim Gespräch selber, ist, dass eine Intimität hergestellt wird, dass die Gespräche offen sind. Also es ist auch nicht komplett durchgescriptet. Ich versuche die Gespräche immer gut vorzubereiten und Fragen mitzubringen, aber es ist gleichzeitig auch eine offene Situation. Also ich möchte, dass etwas entstehen kann, was ich so gar nicht geplant habe. Und darum mache ich auch nach Möglichkeit immer die Gespräche im Atelier. Also ich habe ein mobiles Equipment, darum habe ich jetzt zum Beispiel auch kein gutes Mikro vor mir stehen, weil mein Setup ist so, dass ich zwei Nackenbügelmikrofone habe, die dann an einen Recorder angeschlossen werden, mit dem ich dann nach Möglichkeit eben direkt ins Atelier gehe, wo eben auch ja der Ort ist eigentlich, wo mit den Dingen gedacht wird, also wo die Künstlerinnen mit dem Material arbeiten, wo das Werk entsteht und dann zumindest unbewusst auch dann die Bezüge vielleicht stimmen im Gespräch. Ich würde dann jetzt vielleicht auch gerne einen kurzen Blick auf meine Website werfen, weil die auch ein paar Besonderheiten hat. Dafür werde ich jetzt gleich mal meinen Screen teilen. So, das solltet ihr jetzt sehen können. Ja, das super. Ist meine Website, und die hat einerseits oder eben hat als Hauptaspekt eigentlich das Archiv aller Episoden direkt auf der Startseite. Viel mehr gibt es da auch nicht, ermöglicht aber eben auch in gewisser Hinsicht eine klare Navigation. Und eben ist dann klassisch in dem Sinne, dass man, wenn man nach unten scrollt, landet man bei älteren Episoden. Was ich hier dann gemacht habe, ist eben einen Slider auch zu haben, weil da es um Kunst geht, hat es ja sehr oft eben einen auch stark visuellen Aspekt. Und dann wird es eben manchmal schon natürlich sehr abstrakt, wenn man das nur im Gespräch eben bearbeitet, und darum habe ich das ganz gerne, dass man da eben auch noch visuelles Material hinstellen kann, dass die Zuhörerinnen dann auch die Möglichkeit haben, sich noch was anzuschauen, wenn sie möchten. Und dann ist eben der andere sehr besondere Aspekt an der Seite, wie ich hier mit Chapter Marks umgehe. Also die benutze ich als eine Tag Cloud. Das sind hier dieser ganze Textteil. Und das sind dann die lege ich halt als eine Art Metatext über die Folgen eigentlich rüber und sind so ein bisschen freier assoziiert als jetzt normale Kapitelmarken und dadurch eben mehr Marken und ermöglichen dann auf der Website
auch einen nicht linearen Zugriff. Also jetzt könnte man zum Beispiel bei der Folge 20 hier bei Sigrid Sigurdsson auf den Teil zum offenen Archiv klicken. Dann sieht man hier auch unten, dass das dorthin springt in der Folge. Und dann könnte man vielleicht in Folge 18 bei Heiner Franzen sich dann etwas zum dynamischen Archiv anhören. Also so auch durchaus inhaltliche Verknüpfungen machen und aber auch dadurch einfach nur mal so reinschnuppern und vielleicht nur 5 Minuten sich mit der ganzen Sache beschäftigen, anstelle dann das Ganze sich linear anzuhören. Die meisten Zuhörenden gewinne ich aber trotzdem auch, ich stoppe jetzt nochmal den Screen, die meisten Zuhörenden kommen aber auch ganz normal über den Feed, also ich glaube, die meisten Leute hören das auch so wie die meisten anderen Podcasts sich an. Genau, zur Website auch nochmal, das ist der einzige Aspekt, den ich nicht komplett alleine gemacht habe, da habe ich mit dem Grafikdesigner und Webentwickler Damien Pierre zusammengearbeitet, der da eben die Design und Umsetzung gemacht hat von dieser Abwandlung des Podlove-Plugins. Und ansonsten bin ich aber eben da alleine für alles verantwortlich, was eben Recherche betrifft, Anfrage, Gesprächsführung, Technik in dem Moment und dann auch Schnitt, Postproduktion und das bisschen Öffentlichkeitsarbeit, was ich dann auch noch probiert zu machen. Ja, eine Sache vielleicht noch so, was besonders ist an der Weise, wie die Gespräche bei mir sind. Ich wähle oft einen ganz unmittelbaren Einstieg. Also es gibt keine Anmoderation, es gibt auch keine Musik, es gibt keine Verabschiedung und es gibt auch ganz wenig Ansprache der Hörerinnen. Und damit gibt es auch keine Werbung und keinen Aufruf zur Spende. Und das ist vielleicht auch ein Unterschied, der interessant sein könnte, später nochmal darüber zu sprechen. Und das hat jetzt bei mir Gründe einerseits zu, woher ich eben komme, nämlich aus der Kunstwelt, also der Frage nach dem sozialen Feld, in dem man sich bewegt, mit dem, was man da eigentlich macht. Und aber auch so einfach eine ästhetische Entscheidung, sich da abzugrenzen von Sachen, die vielleicht im Radio auch entstanden sind. Ja, genau, vielleicht dann erstmal so viel von mir und dann freue ich mich auch, da das Gespräch zu öffnen und bin gespannt auf Fragen. Genau, vielen Dank euch beiden, Christian und Nick, für die Einblicke. Und ich glaube, es wurde schon mal deutlich, dass es eben durchaus unterschiedliche Ansätze sind, was jetzt zum Beispiel auch Monetarisierung betrifft oder Finanzierung. Aber ich rede jetzt erstmal ein bisschen, weil manche müssen ja so Informationen einsinken, bevor sich Fragen daraus ergeben. Ihr Teilnehmenden, ihr seid natürlich jetzt herzlich eingeladen, eure Fragen zu stellen. Ich erkläre nochmal ganz kurz, wie das funktioniert. Also entweder ihr schreibt eure Frage in den Chat oder ihr hebt eure virtuelle Hand, nämlich wenn ihr auf den Teilnehmer-Button klickt oder Participant, je nachdem, ob das bei euch auf Deutsch oder Englisch eingestellt ist, Zoom, öffnet sich ein Fenster und dann seht ihr so eine kleine gelbe oder blaue Hand und die könnt ihr heben und mir dadurch signalisieren, dass ihr eine Frage stellen möchtet oder eigene Erfahrungswerte teilen möchtet, einen Kommentar habt und dann nehme ich euch dran, ihr könnt euer Mikrofon einstellen. Also genau, gern her mit euren Fragen. Ich habe auf jeden Fall schon eine richtig lange Liste, die ich sonst stellen würde, aber es geht natürlich heute um uns. Da kommen auch schon die ersten Fragen. Und zwar fragt Christoph, wie bereitet ihr euch denn auf die Gäste vor? Also wie sieht die Recherche aus? Ich würde jetzt erstmal an Nick, an dich übergeben und dann kannst du ja auch nochmal drauf eingehen, Christian. Also ich nehme mir eigentlich immer, wechselt das eigentlich automatisch, dieses Speaker View oder wie ist das? Je nachdem, wie du es eingestellt hast, du kannst zum Beispiel einfach den Sprechermodus einstellen, dann müsste das automatisch wechseln. Ansonsten kannst du auch die Galerieansicht einstellen, dann siehst du alle. Alles klar. Also ich versuche mir eigentlich immer, ich nehme mir mindestens einen Tag eigentlich Zeit zu recherchieren und Fragen aufzuschreiben. Und das, bei mir kommt es jetzt so ein bisschen darauf an, wie nah ich die Person auch schon kenne und deren Arbeit. Manchmal habe ich dann schon ganz viel und dann geht das schneller. Manchmal sind das dann Leute, die ich noch nicht persönlich kennengelernt habe und die vielleicht auch schon einen
sehr großes Werk haben. Und dann brauche ich auch diesen einen Tag wirklich da zu recherchieren und mir Fragen zu notieren. Also das ist mir schon wichtig. Und dann kürze ich halt runter und gleichzeitig aber versuche ich mich auch nicht davon zu doll zu stressen, weil es eben kein Live-Format ist. Also wenn ich dann mal eine blöde Frage stelle, dann kann ich die auch einfach rausschneiden. Also ich kann vielleicht ergänzen, wir haben ja unterschiedliche Formate. Also ich selber mache auch unterschiedliche Formate und je nach Format ist natürlich auch die Vorbereitung eine andere. Bei einem Interviewformat, wo ganz klar ist, man trifft sich in so einem Ort wie hier zum Beispiel im Studio, wo halt der Fokus ganz klar nur auf dem Gespräch ist, ist die Vorbereitung natürlich eine andere. Da wird, also zumindest mache ich das so, dass ich da viel strukturierter vorgehe und mir auch schon eine Gesprächsdramaturgie überlege, auf jeden Fall, was ist ein guter Einstieg und was könnte eine spannende letzte Frage sein oder was sind Themenaspekte, die ich auf jeden Fall im Gespräch abhandeln möchte, die mich interessieren, um schon mal vorher für mich das so zu strukturieren. Natürlich auch eine Recherche, das kann auch durchaus mal ein Tag sein oder auch mehr. Meistens ist es aber so, dass ich an mehreren Episoden parallel arbeite und auch langfristig plane und dadurch halt verschiedene Dokumente habe, wo ich verschiedene interessante Aspekte zu Personen oder Themen auch mir sammle, die ich dann nochmal kondensiert für die Vorbereitung benutze. Wenn ich allerdings für eine Reportage unterwegs ist, dann ist das manchmal schwierig, vorher komplett einschätzen zu können, was natürlich vor Ort passieren wird. Also es ist dann viel spontaner. Auch die Fragen für einen Protagonisten oder eine Protagonistin sich vorher zu überlegen, kann man machen, aber die ad hoc dann immer parat zu haben, ist nochmal eine andere. Ich bin zum Beispiel kein Fan davon, vorgefertigte Fragen zu haben, die auf dem Zettel stehen oder auf dem Handy, die ich dann ablese. Ich bin viel mehr ein Fan davon, ein natürliches Gespräch zu etablieren und einen guten Flow zu haben, als jetzt irgendwie immer die perfekte, akkurate Frage parat zu haben, um auch, ja, ich glaube, viel wichtiger ist es für mich persönlich, gut zuzuhören und sich auf den Gesprächsgast einzulassen, als jetzt immer so gleich die nächste Frage zu stellen. Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist aus meiner Erfahrung, was Vorbereitung angeht, sind Vorgespräche. Also das ist tatsächlich was ich immer mehr merke, wie wichtig das ist, zumindest für mein Empfinden. Natürlich kann man sagen, ich bereite mich vielleicht nicht so vor, ich lasse mich total auf die Situation ein und dann habe ich vielleicht eine 3 Stunden Aufnahme und stecke dann die Arbeit im Nachhinein rein in die Produktion und selektiere dann sozusagen die Teile, die wirklich spannend und interessant sind im Schnitt. Aber man kann auch anders vorgehen und vorher die Vorbereitung machen und ein wirklich gutes Vorgespräch führen, sich Notizen machen, was sind spannende Aspekte, wo will ich da in die Tiefe gehen, wenn es um die Aufnahme geht. Der Nachteil ist, ich verliere dann vielleicht so ein bisschen diese Spontanität und vielleicht habe ich dann schon mal Fragen oder Antworten auf Fragen schon mal gehört, die dann im zweiten Erzählen nicht mehr so toll und natürlich wirken. Das muss man halt immer abwägen. Ich glaube aber, das ist je nach Thema, je nach Podcast-Format und natürlich auch von Gast zu Gast unterschiedlich. Es gibt Gäste, die haben eine sehr große Erfahrung, die sind medienaffin, die haben schon viel und häufig in Mikrofone gesprochen. Da ist es eher so der Reiz, Fragen zu stellen, die die Person nicht schon dreimal gehört hat. Andererseits, wenn es jemand ist, der oder die noch nie in ein Mikrofon gesprochen hat, dann kann es auch sein, dass man die erste Hälfte des Interviews vielleicht gar nicht verwendet, weil das erstmal vielleicht durch Smalltalk und so, dass man erstmal diese natürliche Gesprächsatmosphäre überhaupt kreiert, bevor man zum eigentlichen Thema vordringt. Also es gibt da keine pauschale Antwort drauf, finde ich, was Vorbereitung angeht. Man muss sich durchaus mit Gast und seinem eigenen Format auseinandersetzen und sich dem auch annähern im Prozess der Formatentwicklung. Und ich glaube, wenn man einen Podcast startet, ist das auch so, dass sich dieses Format von Episode zu Episode vielleicht auch verändert. Und diese Offenheit sollte man, glaube ich, auch mitbringen, nicht an einem Format starr festzuhalten, sondern so das Potenzial der Veränderung zuzulassen. Danke euch. Also schon mal als Feedback aus dem Chat. Wir kriegen unglaublich viele Fragen. Ich hoffe, dass wir heute zu den meisten davon kommen werden. Die erste Frage finde ich schon mal ganz toll, nämlich habt ihr Do's und Don'ts für die allererste Podcast-Folge? Ich würde wieder mit dir starten, Nick. Fällt dir dazu was ein? Do's und Don'ts. Nicht so richtig letztendlich, weil also ich würde auch sagen, keine Angst vorm Löschen. So, also wenn es
wenn es nicht so toll wird oder auch, lass es die ersten 3 Folgen sein, dann hat man das Gefühl, das ist doch nicht der Podcast, den man gerne machen möchte, dann kann man es auch, würde ich es dann einfach löschen und dann wieder von vorne beginnen. So. Und ansonsten, aber also gelten natürlich immer so die, es gilt natürlich immer, kein Arschloch zu sein. Also ich würde sagen, das ist vielleicht ein Don't. Insbesondere, wenn man mit anderen Menschen zusammenarbeitet. Das würde ich unterschreiben, in jeglicher Lebenslage. Aber ich glaube, wenn es auf den Podcast bezogen ist, es kommt, glaube ich, ganz stark darauf an, was für einen Stellenwert dieser Podcast hat oder was man mit diesem Podcast erreichen will. Hat man schon wirklich eine Zielgruppe vor Augen, die man erreichen möchte? Weiß man schon, wo man mit dem Podcast hin will? Was für einen Anspruch hat man selbst an diesen Podcast? Also ist es ein privates Projekt oder ist es ein Projekt für den Arbeitgeber oder für die eigene Marke, die man ja als Künstler, Künstlerin ja auch irgendwie ist? Da sollte man, glaube ich, also ist das, wäre zumindest mein Tipp, einfach sich hinsetzen und drauf losreden, mit der Hoffnung oder der Erwartung, dass man damit auch eine gewisse Reichweite erzielt oder zumindest die Leute erreicht, von denen man hofft, sie zu erreichen. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Also vor ein paar Jahren war es noch so, da war einfach der Fakt, einen Podcast zu haben, konnte man irgendwie mehr oder weniger damit rechnen, dass da auch irgendwer zuhört. Aber heutzutage ist es so, dass man muss sich ja nur mal in den Apple Podcast Charts umschauen. Da ist es ja wirklich so, dass diese Top 100 oder diese Top 200, die wechseln ja wöchentlich komplett durch. Da gibt es halt vielleicht ein Dutzend Podcasts, die sich mehr oder weniger an der Spitze halten. Aber es ist unglaublich viele neue Projekte, neue Podcasts starten. Und um überhaupt ansatzweise in einer gewissen Reichweite mitspielen zu können oder sei es auch nur seine vorher definierte Zielgruppe zu erreichen, muss man, glaube ich, vorher sich mal ein bisschen mehr Gedanken machen, was das Format ist, was man kommunizieren will, wen man erreichen will, wie man die Personen, die man erreichen will, am besten anspricht, was Themen sein könnten, die vielleicht die Leute, die man erreichen will, interessieren. Andererseits, wie hier auch wieder, ne, es gibt halt irgendwie keine pauschale Antwort darauf, ich persönlich bin sehr stark davon überzeugt, dass ein Podcast, wenn man ihn wirklich selbst produziert, so wie Nick es macht, so wie ich es auch mache, wir sind zwar hier ein Team, aber die Podcasts sind doch sehr stark von einer Person getrieben. Es muss dich selbst interessieren. Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als ein Podcast im Kontext eines Arbeitgebers und dann sagt irgendwer, hier, mach mal so einen Podcast zu dem Thema, wir müssen jetzt da auch was machen. Das ist fast zum Scheitern verurteilt. Also gerade so diese gewisse Authentizität, die Hörer auch spüren bei einem Podcast, die ist extrem wichtig. Und ich glaube, wenn du nicht selbst sicher bist, dass dich das interessiert, dass du wirklich an dem Gesprächspartner, wenn es ein Interview-Podcast ist, auch wirklich interessiert bist und dass du wirklich auch was wissen willst oder selbst was lernen willst, wenn es um Wissensvermittlung geht, selbst Wissen sich aneignen und davon inspiriert sein und es auch teilen zu wollen. Wenn das nicht der Fall ist, solltest du es vielleicht nicht machen. Oder dir jemanden suchen, der das so gut performen kann, dass es wiederum funktioniert. Danke euch. Dann sind wir auch schon bei den Hard Facts, nämlich wie finanziert man denn so einen Podcast eigentlich? Beziehungsweise vielleicht könnt ihr auch mal sagen, was bei euch so an Kosten dranhängen, wenn ihr eine Podcast-Folge produziert. Nick, ich übergebe erstmal wieder an dich und dann kann Christian hier antworten. Also ich finanziere mich tatsächlich komplett selber. Ja, ich würde schon sagen, vom Prinzip ist Podcast nach wie vor ein sehr günstiges Medium. Also ich habe eigentlich nur Kosten, ja, also Serverkosten, das irgendwie zu hosten. Da gibt es auch die verschiedensten Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und lass das maximal 20 Euro im Monat sein. Und das ist dann aber auch schon, weil ich dann auch noch SoundCloud Pro irgendwie habe, was ziemlich teuer ist eigentlich im Vergleich zum selber hosten. Und dann einmal am Anfang eben da das Sound-Equipment zu kaufen. Und dann kann man natürlich nachrüsten irgendwann. Also ich finde auch mehr und mehr attraktiv, vielleicht auch ein schönes Mikrofon zu Hause zu haben, dass man mal in so einer Situation einen guten Sound hat oder vielleicht mal jemand interviewen kann aus der Ferne. Aber ich glaube, man kommt da so mit
200 Euro am Anfang oder so kann man eigentlich schon starten. So. Und auch gerade da würde ich immer sagen, man sollte sich nicht irgendwie vermeintliche Steine in den Weg legen, weil man denkt, man braucht noch irgendwie das richtige Equipment erst, bevor man loslegen kann. Also da sind die Leute eigentlich, also auch gerade dann Zuhörende sind da eigentlich sehr, verzeihen einem total die ersten Folgen, die vielleicht technisch nicht so toll waren, wo irgendwie ja technische Fehler drin waren oder die Qualität noch nicht so gut war. Also da würde ich immer sagen, es ist wichtiger, dass man eben da die Motivation und die Lust hat und das Thema dann stimmt. Und dann vielleicht eine Sache noch dazu, weil natürlich trotzdem die Frage ist, okay, wie finanziere ich mich denn eigentlich grundsätzlich, wenn ich das mache? Also meins ist jetzt auch unregelmäßig und nicht unbedingt meine Haupttätigkeit. Es ist eher Teil von einer Praxis insgesamt als Künstler, die ich eben mache. Und da finanziere ich mich dann tatsächlich hier und dort. Also dann mal einfach jobben, mal hat man dann eine Projektförderung hierfür und dann mal für ein anderes Projekt oder so. Aber wirklich so sehr gefächert, was aber eben mir auch die Freiheit gibt, da völlig unabhängig zu sein von irgendeinem Druck, was abliefern zu müssen. Und dann vielleicht sich dadurch dann auch was verstellt inhaltlich, dass man irgendwie eigentlich das nur macht, weil man jetzt irgendwie dieses Projekt am Bein hat und jetzt dafür steht, dass man diesen Podcast hat. Und dem kann ich so ein bisschen entgehen dadurch. Also eine andere Form von Freiheit, dadurch kein Geld zu haben, ja. Also zu dem Punkt, was kostet so ein Podcast, kommt natürlich darauf an, wer Absender dieses Podcasts ist. Wenn es eine Marke ist, ein Unternehmen, so, dann sind das natürlich andere Sphären. Wenn es eine Privatperson ist oder vielleicht auch als Künstler oder Künstlerin, man selbst sein Image nach außen, wie man wirkt, in der Hand hat und man auch... das muss man halt für sich selbst definieren, wie man wirken möchte. Ist es einem total wichtig, so einen ganz tollen Sound zu haben? Dann muss man natürlich ein bisschen mehr investieren als vielleicht 200 Euro. Da ist es dann auch nicht nur mit dem Equipment getan, sondern vielleicht auch mit einem passenden Raum. Weil man kann das beste Mikrofon der Welt haben. Wenn man im Badezimmer sitzt, klingt es halt trotzdem nicht gut. Dann steigen natürlich die Budgets. Aber grundsätzlich, klar, man kann heute für 100 Euro ein wirklich sehr gut klingendes USB-Mikrofon kaufen, was man an jedem Computer, sogar bei modernen Smartphones, einfach dran stecken kann. Und man hat mehr oder weniger einen professionellen Sound. Wenn man dann irgendwie im Wohnzimmer ist, wo noch ein paar Sofa steht oder Betten oder Vorhänge, dann hat man auch nicht mehr so einen halligen Sound. Da kann man auch wirklich akustisch Aufnahmen machen, die einer professionellen Studioumgebung sehr nahe kommen und von durchschnittlichen HörerInnen tatsächlich nicht unterschieden werden können. Aber wie gesagt, also je mehr Ansprüche man an sich selbst als Marke oder für die, was auch immer, für wen man den Podcast macht, hat, desto größer steigen da auch die Ausgaben, was das angeht. Was unsere Finanzierung angeht, also ich war mein Leben lang, oder bin jetzt noch nicht so alt, aber die letzten 12, 13 Jahre Freelancer und erst mit der Gründung unseres eigenen Unternehmens bin ich jetzt das erste Mal in meinem Leben festangestellt, also bei der eigenen Firma. Klar, wenn man das runterrechnet, so, wir haben halt nicht so einen 9-to-5-Job, es fängt manchmal viel früher an und endet oft auch mitternachts oder später und auch mal am Wochenende, wenn ein Projekt fertig sein muss, wenn man das wiederum auf so einen Tages- oder Stundensatz runterrechnet, ist es jetzt vielleicht nicht mehr so wie in guten Freelancer-Zeiten, aber grundsätzlich muss man, glaube ich, auch unterscheiden, wir selbst orientieren uns oder haben uns immer orientiert an dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was zum Beispiel Honorare angeht, weil wir in dieser Welt auch groß geworden sind. Aber natürlich ist uns auch relativ schnell klar geworden, sobald man in so einem Corporate-Bereich sich bewegt, sind natürlich auch andere Honorare gängig. Also das kann man halt auch nicht so pauschal sagen, wie teuer jetzt zum Beispiel eine Podcast-Produktion ist. Das kommt natürlich aufs Format an, es kommt an die Beteiligten drauf an. Wenn man mit SchauspielerInnen arbeitet, mit professionellen SprecherInnen und Agenturen, so, dann steigen halt die Preise, wenn man ein professionelles Sound sein will. Also das kann auch durchaus mal ein fünfstelliger Bereich zusammenkommen pro Episode. Also es gibt Produktionen, die so teuer oder sogar teurer sind. Da ist
an manchen Stellen so gar nicht mehr unbedingt einen Unterschied zur Videoproduktion da, wenn es wirklich sehr hochwertig sein soll. Weil letztendlich ist es dann wiederum die, einerseits die Arbeitszeit, aber auch die kreative und die intellektuelle Leistung, die Beteiligte mit einbringen, und die ist halt unter Umständen teuer. Okay, auch da, das war jetzt der Punkt, wo wir schon vorher gemerkt haben, so, da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze. Daran anschließend kam die Frage, welche Fördermittel es denn gibt für Podcasts. Ich habe die mal an meine Kollegin vom Kulturförderpunkt weitergeleitet und vielleicht finden wir parallel eine Antwort darauf. Ich gebe ein Update, wenn ich da eine Antwort bekomme. Ansonsten kann man sich auch gerne im Nachgang nochmal an uns wenden, speziell an den Kulturförderpunkt, wenn es um Fördermittel geht. Ich gehe jetzt erstmal über zu drei Fragen, die alle an Nick gerichtet sind. Insgesamt geht es nochmal einmal rundum darum, wie du eigentlich deinen Podcast produzierst. Nämlich ist die erste Frage, wie lange du so von Anfang bis zum Ende für eine Folge brauchst. Also ich verstehe das so von wirklich, die erste Idee für ein Thema ist da, bis zu die Folge steht jetzt online, vielleicht hängen sogar noch PR-Maßnahmen dran. Ich gebe auch schon mal die zweite und dritte Frage mit. Wie machst du das mit dem Schneiden, mit den zwei Mikros auf zwei Tonspuren? Vielleicht kannst du darüber noch mal was sagen und welche Schneide- oder Schnittsoftware du nutzt. Und es gibt sogar noch eine vierte Frage, aber ich glaube, das reicht erstmal. Also okay, einmal, okay. Wie viel Zeit du brauchst, und vielleicht kannst du noch mal was über Schneiden sagen. Ja, also das sind so 3 bis 4 Arbeitstage pro Folge, würde ich sagen, und die dann aber eben nicht unbedingt alle aneinander hängen, weil ja, ja Vorbereitung, Anfrage und so weiter oft ganz anders ist, als wenn dann zu dem Punkt, wo man das Gespräch führt, und Schnitt dann nochmal wieder später. Genau, aber so 3 bis 4 Tage, würde ich sagen. Ein Tag ist Anfrage plus Recherche, ein Tag ist quasi Reisen unter Umständen und dann Aufnahme. Und dann 2 Tage Schnitt. Also Schnitt ist ziemlich aufwendig. Bei mir, das hängt aber auch davon zusammen, wie perfektionistisch man mit sowas umgeht, oder auch, kann auch an dem Equipment liegen oder ob man noch eine andere Person hat, die einem helfen kann bei der Aufnahme. Und das geht auch so ein bisschen über jetzt eigentlich in diese andere technische Frage. Also ich habe halt 2 Mikrofone, die eigentlich wie ein Headset man an dem Kopf auch trägt. Das ermöglicht mir schon mal, dass zumindest der Abstand zum Mikrofon einigermaßen stimmt und ich eben nicht dann die ganze Zeit mein Gegenüber darauf aufmerksam machen muss, tritt bitte wieder näher ans Mikro, und ich kann gleichzeitig auch Kopfhörer abnehmen und mir ein bisschen weniger Sorgen da über Fehler machen. Das war so meine Überlegung damals. Ich weiß nicht genau, ob ich das immer noch so empfehlen würde, das so zu machen. Genau, aber das nimmt mir dann halt eben 2 separate Spuren auf. Ich benutze da ein Tascam. Zoom ist aber genauso gut. Hat man auch die Möglichkeit, 2 separate Spuren aufzunehmen. Und dann inzwischen gibt es auch die Möglichkeit, algorithmisch dann die eigentlich zu säubern, die Spuren. Dafür benutze ich Auphonic. Da wird dann quasi immer die Spur, die gerade nicht, also der nicht sprechenden Person, die wird dann quasi auf 0 geregelt, also gemutet. Und das ist dann wie so ein erster Arbeitsschritt, und das bedeutet für mich dann schon mal ein ganzes Stück weniger Arbeit, da an quasi Echo rauszusäubern. Weil ansonsten hat man immer so ein bisschen, ja, Spillover oder Slippage ins andere Mikrofon, weil man ja im gleichen Raum sich befindet und das eben oft kein besonders dafür jetzt ausgerichteter Raum war, um eben Audioaufnahmen zu machen. Und ich zum Schneiden benutze ich Hindenburg. Kann ich empfehlen. Kann ich auch empfehlen. Ganz gut zugänglich und auch nicht so teuer. Und Okay, super. Dann gab es ja noch eine vierte Frage an dich, und zwar, sind die Fotos auch mit der Tech Cloud verbunden? Nein. Okay, das hat sich schnell beantwortet. Ich würde noch mal ganz kurz auf die Frage nach Fördermittel zurückkommen. Ich habe nämlich kurz parallel recherchiert, und zwar gibt es das Programm Kultur.Gemeinschaften, was jetzt relativ neu aufgesetzt ist.
Und ich habe gesehen, da kann man auf jeden Fall einen Antrag auch stellen für Podcast-Produktion. Also es geht generell, zielt es so auf digitalen Content ab. Ganz wichtig ist aber, neben anderen Voraussetzungen, die man erfüllen muss, dass man nur als gemeinnützige Einrichtung einen Antrag stellen kann. Genau. Ich bitte mal meine Kollegin Linda, die hier im Hintergrund aktiv ist, den Link mal rauszusuchen zu Kulturgemeinschaften und den in den Chat zu posten. Und ich gehe mal zur nächsten Frage. Und zwar, nach welchen Parametern entscheidet ihr denn, ob und mit wie viel Zeit im Anschluss an die Gespräche redaktionell, Moment, jetzt habe ich die Frage falsch gelesen, mit wie viel im Anschluss an die Gespräche redaktionell zu bearbeiten? Nee, ich muss sie kurz umformulieren. Genau, ich würde so zusammenfassen. Nach welchen Parametern entscheidet ihr, wie stark ihr die Gespräche im Anschluss bearbeitet oder überarbeitet oder ob ihr das überhaupt macht? Christian, fang du doch an. Ja, gute Frage. Also es ist natürlich auch irgendwie so eine Formatfrage. Bei einem Interviewformat, die wir haben, also wir haben zum Beispiel ein Format, was ich produziere, aber nicht selbst mache, da kann ich das ganz gut beschreiben. Reflektor heißt das, da ist der Host Jan Müller, der Bassist der Band Tokotronic, und der spricht mit anderen MusikerInnen über ihr Werk, auch komplettes Lebenswerk. Es sind wirklich tiefgehende Gespräche zum Thema Musik, über ihre Alben und ihr Leben und Werk als MusikerInnen. Und das führt er hier bei uns im Studio zu fast allen Situationen. Also ich glaube, 2-3 Mal war er außerhalb. Und ich produziere das. Also ich kriege dann sozusagen die rohen Tonspuren. Ich bin bei der Aufnahme tatsächlich nicht anwesend. Wenn er hier ist, bin ich nebenan. Und dann ist die Absprache mit ihm eigentlich die und auch mit den Gästen, wenn irgendwas gesagt wurde, wo Jan oder auch Gast sich irgendwie verrannt haben und ein Bauchweh damit haben, dass irgendwas erzählt wurde, was vielleicht doch zu privat war oder wo sie denken, ah nee, das wollte ich irgendwie nicht drin haben, dann sprechen wir darüber und dann wird das entfernt. Ich selbst oder wir redaktionell haben jetzt nicht irgendwie Parameter oder irgendwie schon vorher formulierte Regeln, was wir rausnehmen werden oder was nicht. Also wir haben durchaus manchmal auch streitbare Persönlichkeiten oder Themen, die auch schwierig sind. Aber eigentlich ist bei uns die Regel, das wird auch vorher so kommuniziert, alles, was ins Mikrofon gesagt wird, kann auch, oder sollte einem bewusst sein, dass es auch gesendet wird. Und von Umbauen von Interviews zum Beispiel halte ich persönlich nichts. Also das Einzige, was ich schon mache in der Produktion, ist extreme Versprecher rausnehmen oder extrem lange Denkpausen, obwohl ich auch da vorsichtig wäre, weil es kommuniziert im Subtext ja auch was, wenn man nachdenkt. Ich bin kein Fan davon, alle Pausen zu entfernen. Aber alles, wo der Gesprächsfluss beim Hören zu stark irritiert, würde ich schon entfernen. Aber auf inhaltlich-redaktioneller Ebene haben wir da jetzt keine wirklichen Parameter. Wir haben halt natürlich für uns klar, wir reden nicht mit Nazis, wir reden nicht mit, also wir haben schon, was das angeht, eine redaktionelle, so eine Ethik formuliert für uns. Auch wir arbeiten zum Beispiel nicht mit allen Werbepartnern zusammen. Wir haben eine Blacklist, die wir sehr streng halten, dass wir bestimmte Produkte und so nicht bewerben würden. Aber ja, also im Nachhinein was rausschneiden, was man dann vielleicht, wo man sich dann besser dastehen lässt als Interviewer zum Beispiel. Das macht man ja auch manchmal gerne, hört man so, dass Leute das so machen. Da bin ich kein großer Fan von. Also ich glaube, Podcast lebt auch von einer gewissen Authentizität. Auch, dass man sich verspricht, nachdenkt, sich wiederholt. Das sind Dinge, die beim Radio immer schon entfernt wurden, weil die Sendelänge minimiert war oder das Format, die Sendezeit. Und diese Freiheit hat der Podcast. Und ich finde, das ist auch eine Stärke, die man nicht beschneiden sollte. Bei mir ist es ganz ähnlich, wobei jetzt gerade der letzte Punkt, den handhabe ich ein bisschen anders, aber ich glaube auch einfach, weil ich dann selber so oft genervt bin von meinen eigenen Versprechern, dass ich mir dann gar nicht helfen kann, als das so ein bisschen zu bereinigen, aber ich probiere auch da mehr stehen zu lassen. Ansonsten so redaktionell habe ich auch für mich so ein bisschen eine ähnliche Regel gefunden, dass eigentlich alles, was ich aufnehme, kann eben so auch dann dort landen. Ich lasse die nicht nochmal abnehmen. Also es gibt nicht die Möglichkeit, dann kannst du es mir nochmal schicken, wenn du fertig geschnitten hast oder so.
Also, weil das würde einfach so einen endlosen Loop mit ganz viel Mehrarbeit erzeugen. Was ich immer mache, ist, die Gesprächspartnerin direkt nach dem Gespräch zu fragen, ist irgendwas, was du nicht drin haben willst? Und dann mache ich eine Notiz und dann nehme ich das auch raus. Also, das finde ich kein Problem. Aber eben, ja, irgendwie hinterher dann nochmal, wenn eigentlich schon fast fertig produziert ist, sowas mache ich nicht. Und dann, genau, ich mache schon so zu lange Sprechpausen raus. Ich habe auch immer mal so Probleme mit Störgeräuschen, einfach weil mein Equipment und die Orte einfach so ein bisschen wilder sind. Also ich denke, das zum Teil denn daran liegt. Und da habe ich dann einfach auch noch so viel so Feinschnitt sauber machen zu tun. Und dann inhaltlich, also es gibt schon auch einen dramaturgischen Schnitt, also dass ich irgendwie 80 Minuten Material habe und das dann auf 50 Minuten runterbringe. Also das findet auf jeden Fall statt. Vielen Dank für die Antworten. Wo wir gerade beim Thema Versprechern und Bereinigen waren, eine passende Frage. Wie bereitet ihr euch denn vor, wenn ihr zum Beispiel Gäste einladet, die euch vielleicht ein bisschen unsicher machen? Hier wird von großen Gästen gesprochen, vielleicht von bekannten Persönlichkeiten oder wenn ihr irgendwie Angst des Versagens habt oder einfach generell nervös seid. Habt ihr da Tipps, wie man so eine Nervosität gut in den Griff bekommen kann, Christian? Ja, also ich meine, ich mache das ja jetzt schon ein paar Jahre. Jetzt nicht, dass ich irgendwie große Stars schon irgendwie interviewt hätte. So, ich glaube, das bisschen absurdeste, witzigste, was hier mal bei uns war, auch für den Reflektor-Podcast, den ich erwähnt hatte, da war hier Bill Kaulitz von Tokyo Hotel bei uns im Studio, der dann hier mit Entourage ankam, mit Security und Managerin. Und das war halt einfach so ein bisschen skurril, aber auch irgendwie super interessant. Und da waren wir auch irgendwie aufgeregt, so im Sinne von, boah, jetzt kommt hier irgendwie so ein Weltstar zu uns in unser Studio. Das war aber jetzt nicht so, dass uns das bei der Arbeit gestört hätte. So grundsätzlich, klar, also ich glaube, was bei uns oft ein Thema ist, ist eher so die Vorbereitung, dass man so eine gewisse Aufregung eliminieren kann, indem man sich selber so gut vorbereitet auf das Thema, auf das Gegenüber und man da so eine professionelle Einstellung zu findet. Weil wenn man gut vorbereitet ist und gute Fragen hat und vielleicht auch eine starke Einstiegsfrage hat, dann kriegt man sofort in der Situation so einen Augenhöhenmoment vielleicht hin, wo dann das Gegenüber, auch wenn das jemand bekannt ist oder jemand, zu dem man aufschaut ist, sofort irgendwie ja diese Ebene halt durchbricht, vielleicht diese Aufregung. Also das wäre vielleicht ein Tipp, gut vorbereitet sein, dann verschwindet, glaube ich, die Aufregung. Und Nick, gibt es da von deiner Seite noch einen Tipp? Nee, ich glaube nicht so richtig. Nee. Also so Lampenfieber gibt es, glaube ich, immer. Also jetzt nicht so sehr bei dem Podcast weniger, weil es gibt ja, ist ja auch auf dem Team. Also vielleicht so am Anfang, weil es ein bisschen komisch ist, man fremdelt dann so ein bisschen damit, dass man jetzt die Drähte aufgebaut hat und sich jetzt nicht mehr so doll bewegen kann und das Mikrofon so hat, aber dann fliegt das auch ganz schnell. Also da ist dann jetzt sowas wie heute aufregender, weil einfach Live-Publikum da ist. Ich glaube, was auch ich ganz oft höre, wenn Leute anfangen, Podcasts zu machen oder generell so die eigene Stimme überhaupt zu hören und sich an die eigene Stimme auch zu gewöhnen. Also weil die Situation, in der man ist, so wie ich jetzt hier mit Kopfhörer und man spricht und man hört sich selbst, so das innere Hören und das äußere Hören ist ja schon irgendwie was anderes. Ich glaube, was auch viel zu wenige Leute machen, ist tatsächlich das, was man produziert hat und auch veröffentlicht hat, selbst zu hören, kritisch zu hören. Es machen tatsächlich wenige Leute, ihre eigenen Podcasts auch nochmal anzuhören und vielleicht auch mit Distanz. Also vielleicht auch mal ein Jahr später Sachen zu hören, die man vor einem Jahr gemacht hat, zeigen einem auch auf, was für eine Entwicklung da war. Und wenn man das häufiger mal macht, dann lernt man halt auch und man hört dann Dinge, oh, das habe ich, boah, das hätte, boah, nie wieder mache ich diesen Fehler. Und dann verändert man sich und professionalisiert sich und kriegt auch eine Sicherheit. Also das ist tatsächlich auch ein Punkt. Ich habe jahrelang Radio gemacht und dieser Sprecherduktus, den man irgendwie antrainiert bekommen hat, jetzt zum Beispiel diese typische Deutschlandfunk-Moderation, die sind natürlich ganz anders als das freie Sprechen im Podcast. Und das sich abzutrainieren, hat bei mir auch lange gedauert. Und ich habe halt gemerkt, diese jahrelangen Moderationen und Beiträge im Radio, die waren nicht ich. So die eigene Stimme zu finden und die auch irgendwie akzeptieren zu können und dadurch auch eine eigene Sicherheit zu bekommen, das braucht wirklich Zeit. Und insofern
produzieren, veröffentlichen, Feedback einholen und das eigene Produzierte auch zu hören, ist, glaube ich, auch ein Tipp, um eine Unsicherheit zu bekämpfen. Ja, das stimmt. Das klingt wirklich gut. Werde ich auch mal tun nach der Aufzeichnung heute. Die nächste Frage ist, wie viele Podcast-Episoden sollten eurer Meinung nach denn vorgeplant sein? Und wie viel Vorbereitungszeit ist erfahrungsmäßig so nötig? Nick, du bist darauf ja schon am Anfang so ein bisschen eingegangen, wie Vorbereitungszeit du so brauchst. Vielleicht kannst du nochmal sagen, wie viele Podcast-Folgen du so vorplanen würdest, wie du das machst, und danach kann Christian nochmal drauf eingehen. Also das hängt wirklich ganz stark davon ab, ob man eben plant, dass das Ganze regelmäßig veröffentlicht wird. Das ist eine Sache, also für mich war das eine Phase, wo ich das mal probiert habe. Da hatte ich dann auch den Wunsch, okay, ich möchte jetzt wirklich jeden Monat eine Folge veröffentlichen. Und das hat dann eigentlich bedeutet, dass ich so immer an so 3 Folgen gleichzeitig arbeite. Eben einerseits so Anfragen jonglieren und dann eben Gespräch führen, wenn gerade möglich, also weil es oft dann ja auch darum geht, die Leute dann auch dann zu treffen, wenn die gerade Zeit haben. Das hat dann auch so ein bisschen, hatte für mich dann auch zu tun mit so einem Rhythmus der Kunstwelt, also wann sind da bestimmte Veranstaltungen, Biennalen und so weiter. Und dann, genau, also so 3 Episoden gleichzeitig. Und das habe ich dann aber irgendwann jetzt komplett gelassen, weil mich das eigentlich nicht interessiert. Also einerseits finde ich diesen Stress denn blöd und dem würde ich mir eigentlich nur geben, wenn es wirklich auch mein Job ist. Und das ist es in dem Sinne eben nicht. Und das hat mir dann eher auch die Lust genommen und auch so ein Problem geschaffen, dass ich zu viele Sachen im Archiv hatte an Aufnahmen und dann setze ich mich so 6 Monate später ran, muss man sich nochmal komplett reinhören und hat nicht mehr eigentlich diese initiale Energie und Lust, weshalb man die Person interviewt hatte. Darum mache ich es jetzt unregelmäßig und versuche dann eigentlich direkt nach der Aufnahme es auch zu schneiden und dann gibt es vielleicht aber eben mal 3-4 Monate Pause und keine neue Folge. Und ich sehe es eben auch nach wie vor in so einer Offenheit, dass sich das Projekt auch weiterentwickelt. Also bei mir gibt es zum Beispiel auch Interviews auf Englisch, obwohl das Branding ganz klar auf Deutsch ist. Ich kann mir auch vorstellen, eben das dann zu forken und vielleicht einen anderen Podcast dann zu haben, der nur auf Englisch ist und nicht mehr Kunstgespräche heißt und dafür dann auch nochmal andere Gäste dann da sind, die selber keine Künstlerin sind. Genauso ein bisschen so denke ich darüber. Ja, also ich kann ja auch nochmal kurz sagen, ich glaube, man muss, also wenn man einen Turnus möchte und unsere Erfahrung zeigt, ein regelmäßiger Turnus ist hilfreich, um ein Publikum, eine Community aufzubauen. Passiert natürlich auch eine Bindung bei HörerInnen. Wenn einem das sehr wichtig ist und Teil der Strategie ist, würde ich sagen, auf jeden Fall so einen regelmäßigen Turnus, weiß ich, alle 2 Wochen oder jede Woche oder einmal im Monat, aber Hauptsache sowas Regelmäßiges, dass die Leute das auch lernen. Aber was die Vorbereitung angeht, kommt natürlich auch auf den Inhalt an. Also kann man sich ja auch gleich vielleicht selbst denken, aber manchmal fällt einem das gar nicht so auf, wenn man produziert. Wenn ein aktueller Bezug da ist im Gespräch, ist es natürlich schwierig, wenn das dann erst ein halbes Jahr später erscheint, dann ist dieser aktuelle Bezug in der Hörsituation überhaupt nicht mehr relevant zum Beispiel. Deshalb kommt es auch auf die thematische Aufstellung des Podcasts, glaube ich, an, ob es Sinn macht, viel vorzuproduzieren und mehrere Sachen parallel zu planen. Es gibt ja auch Podcasts, die werden staffelweise produziert und veröffentlicht. Gerade so diese seriell und Storytelling hochwertig produzierten Sachen, die jetzt vielleicht nicht reine Interviews sind, werden ja so gemacht. Meistens, dass es halt eine Produktionsphase gibt, dann werden, weiß ich, 10 Episoden produziert und dann vielleicht sogar alle auf einem Schlag veröffentlicht, so zum Binge-Listening, so orientiert an diese Erfolge aus dem Videostreaming-Bereich. Obwohl da unsere Erfahrungen sind, dass das, wenn die wirklich die Reichweite der Faktor ist, ist das eher kontraproduktiv, unserer Erfahrung nach. Also über eine gewisse Zeit, vielleicht auch aufgrund der gestalteten Dramaturgie, jede Woche eine Folge zu veröffentlichen, ist in der Hinsicht sinnvoller, unserer Erfahrung nach. Es hatte natürlich auch mal dramaturgisch andere Kniffe, so vielleicht mehr mit Cliffhangern arbeiten zu wollen, um halt die Leute auch sozusagen das Interesse aufrechtzuerhalten an der nächsten Folge.
Aber grundsätzlich, glaube ich, muss man sich einfach klar machen, wenn es ein aktuelles Gespräch ist, was aktuelle Bezüge hat, dann können die nicht großartig vorgeplant werden und vorproduziert werden. Man kann natürlich Termine machen mit der Person, diese Planung auch parallel machen, schon 5 Termine machen im 2-Wochen-Rhythmus, sodass dann die Produktionsphase nah an dem Aufnahmetermin liegt. Aber ja, also wir sind bei den Interviewformaten, die wir haben, so, dass wir gerade so aktuell 4-5 Folgen vorproduzieren, was die Rohaufnahme angeht bei Interviews. Und wie gesagt, in unserem Mitgliederbereich erscheinen die Folgen wenige Tage bis manchmal 2 Wochen vorher, bevor sie öffentlich sind. Und da machen wir eigentlich einen ganz guten, haben wir ganz gute Erfahrungen mitgemacht. So ein paar Wochen Vorlauf, kann schon nicht schaden. Gerade wenn man so einen Tonus halten will, ist es, glaube ich, auch ratsam, mindestens 1-2 Folgen auf Halde zu haben, falls mal irgendwas dazwischen kommt und eine Folge nicht produziert werden kann. Vielen Dank für die auch hier wieder sehr unterschiedlichen Einschätzungen und Herangehensweisen. Aber hier sehen wir auch schon, es gibt eben nicht nur den einen Weg. Woran gut anknüpft die Frage, seht ihr, gibt es eine bestimmte Länge oder würdet ihr einschätzen, dass es eine bestimmte Länge gibt, die für einen Podcast generell empfohlen wird oder ob auch das wieder ganz darauf ankommt? Und ich würde eine zweite Frage direkt anknüpfen, und zwar das schon ein bisschen konkreter, ob ihr einen Tipp habt, wie man ein 2-stündiges Interview auf eine 1/2 Stunde herunterkürzen kann. Also wenn man einen Podcast hat, der eben nur 1/2 Stunde geht, aber das Interview jetzt, 2 Stunden gedauert hat. Genau, die 2 Fragen. Christian, startet du doch gerne. Die erste Frage war jetzt nochmal die... Die erste Frage war, ob es eine generell empfohlene Länge gibt im Podcast. Ich meine, es gibt natürlich Marktforschung, wenn man sowas zu Rate ziehen will. Da sind so Zahlen wie zwischen 15 und 30 Minuten, glaube ich, immer noch so, die laut diesen Marktforschung, dass das eine Länge ist, die Leute am ehesten hören würden. Ich persönlich sehe das eigentlich nicht so streng, oder wir hier bei 4000 Hertz auch nicht. Wir empfehlen das immer auch Kunden, wenn es um Auftragsproduktionen geht, einfach weil das die Marktforschung, weil es da Daten zu gibt. Aber natürlich kommt das auch auf die Zielgruppe an, auf die Themen an. Also grundsätzlich ist ja das Schöne am Podcast, es gibt ja keine Sendezeit oder Sendebegrenzung. Das heißt, wir für unsere eigenen Produktionen sagen eigentlich, die Länge richtet sich nach dem Inhalt. Also wenn der Inhalt es hergibt, dann kann es auch länger sein. Egal, wenn es spannend ist, wenn es interessant ist, wenn Wissen vermittelt wird, wie auch immer, wenn es unterhält, dann bleiben die Leute auch dran. Und das sehen wir auch bei Spotify zum Beispiel, kriegt man relativ genaue Zahlen darüber, ab wann Leute aussteigen, wann auf Stopp gedrückt wird, wo geskippt wird. Und die Formate, die bei uns auch sehr lang sind, zum Teil 90 Minuten, 2 Stunden auch mal Gespräche, die werden ja trotzdem gehört von, weiß ich nicht, 80% der Leute hören das halt durch. So. Und das Schöne am Podcast ist, man kann ja auch jederzeit auf Pause drücken und einen Tag später weiterhören. Aber wenn man so diese Zahlen will, klar, eine der meisten Situationen, in der Podcast gehört wurden, vor Corona zumindest, waren ja so diese typischen Mobilitätszeiten auf dem Weg zur Arbeit. Und das kennt man ja auch vielleicht von sich selbst, wenn man in Berlin wohnt und mit der U-Bahn fährt, da fährt man im Schnitt vielleicht 1/2 Stunde irgendwo hin, ist das eine super Zeit, um das mit einem Podcast zu füllen. Und da später hat man vielleicht schon wieder vergessen, dass man da was gehört hat. Und dann hört man das nicht weiter. Und deshalb könnte man jetzt argumentieren, okay, so 1/2 Stunde ist eine schöne Zeit, die sich eignet. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich dafür, die Zeit sollte sich nach dem Inhalt richten und nicht umgekehrt. Wenn es unbedingt notwendig ist, weil der Kunde das will oder warum auch immer, man meint, man müsste das machen, auf 1/2 Stunde kürzen, ist es natürlich schwierig. Also vielleicht, es kommt drauf an, also ein Tipp würde ich sagen ist, wenn es ein Gespräch gibt, was ein Hauptthema hat, was man auch schon zum Beispiel vielleicht im Episodentitel so triggermäßig mit verwursten kann, dann sollte man sich vielleicht auf das spannendste, interessanteste Aspekt beschränken und dann vielleicht die anderen Sachen rausnehmen. Andererseits wäre vielleicht auch eine Idee, einen zweiten Podcast-Feed zu haben oder so ein Bonusmaterial, wo man halt die lange Version noch optional anbietet für die Leute, die das auch noch hören wollen. Sodass man eben eine Standardversion hat, die vielleicht auch die meisten Leute hören, aber für die Leute, die das ungeschnittene oder Originalgespräch hören wollen, können es halt extra noch auf der Webseite zum Beispiel nachhören. Es ist nicht unbedingt ein Produktionsmehraufwand. Das wären jetzt so meine Tipps. Ja, was ich vielleicht auch noch hinzufügen kann, jetzt bei diesem 2 Stunden auf 30 Minuten Problem,
Denn das Problem ist vielleicht, dass dann das abgehakt wird, die Übergänge zwischen den Teilen. Also da fängt es dann eben an, wo es sich lohnt, mit Musik zu arbeiten, mit Geräuschen oder eine weitere Ebene zu haben, also wo man nochmal dann vielleicht über das Gespräch selber spricht und dann sagt, so jetzt gehen wir hier über in diesen Teil. Also sowas kann man auch im Hinterkopf haben, wenn das jetzt ein Problem sein sollte, dass irgendwie der Gesprächsfluss so stark gestört wird, dadurch, dass man auf einmal irgendwie dann da 15 Minuten raushaut und dann gibt es vielleicht einen Rückbezug später dazu oder so. Also das wären vielleicht so Tricks, je nach, kommt ein bisschen darauf an, wie die Frage gemeint ist. Was war nochmal der andere? Was war der erste Teil der? Episodenlänge. Ach ja, genau. Ja, ich bin auch eigentlich, ich finde das auch das Gute daran, eigentlich die mögliche Länge und würde auch immer eher sagen, es ist halt eben interessant, wie bereit die Leute doch sind, sehr lange Dinge sich auch anzuhören. Und das kann man nicht nur bei Podcasts sehen, also jetzt im deutschsprachigen Raum wäre zum Beispiel auch so der Aufwachen-Podcast so ein Beispiel, die haben teilweise 6 bis 8 Stunden lang irgendwie dann ihren Podcast da gemacht. Und es wurde auch gehört. Aber man sieht es auch auf anderen Formaten. Also ich würde auch immer das Ganze als ein Gesamtphänomen sehen, auch in Bezug auf sowas wie YouTube oder Twitch, also Livestreaming oder auch Video und was da so für Formate entstehen. Und da gibt es zum Beispiel auch jetzt auf Twitch so Shows, die gehen 5 Stunden lang und die Leute sind absolut begeistert, sich das in der Länge auch anzugucken, obwohl da sogar eigentlich dramaturgisch viel weniger noch drin ist, weil es ja auch live ist. Also im Schnitt ist dann ja immerhin noch vielleicht so, dass die allergrößten Durststrecken sind dann ja vielleicht sogar noch rausgeschnitten. Also ich denke auch, man sollte ja keine Angst haben vor Länge. Also es ist eher so, da würde ich eher als Hörer sprechen, dass wenn mir Podcasts begegnen, die nur so 20 Minuten gehen, ich dann so das Gefühl habe, das war mir jetzt zu wenig oder Das ist tatsächlich auch so die häufigste Kritik, die wir bekommen. Da kann ich auch Roman Mars zitieren. Es ist auch ein Podcaster aus den USA vom Radiotopia-Netzwerk, der mir mal in einem Interview gesagt hat, die größte Beschwerde, die er bekommt, ist, dass Leute ihm sagen, Can you please make it longer? Also, und das hören wir auch ganz oft so. Ja, auch da hätte man auch immer noch den Aspekt beleuchten können und das. Ja, also ich glaube, die Länge kann auch Teil des Konzepts sein, ne? Also einer der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland ist Alles gesagt von Zeit Online, wo, glaube ich, die beiden Chefredakteure mit Gästen sprechen. Und da ist ja das Konzept, man redet so lange, bis der Gast sagt, ich will nicht mehr. Und das kann manchmal auch, glaube ich, Rekord sind irgendwie um die 8 Stunden. Und ja, also da zeigt halt auch, dass Marktforschung nicht unbedingt immer richtig ist. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Kommen wir mal zu den Distributionskanälen. Nick, du hattest ja am Anfang schon erwähnt, worüber du deinen Podcast veröffentlichst. Vielleicht kannst du noch mal darauf eingehen, wie du diese Kanäle ausgesucht hast und mit welchen Gründen genau die. Und Christian, vielleicht hast du dann im Anschluss auch noch Empfehlungen für bestimmte Kanäle oder Plattformen. Ja, genau. Also ich benutze ganz standardmäßig iTunes. Also da kommt ja auch der Name her, wenn ich das gerade richtig erinnere. Also die das mal irgendwann, glaube ich, auch exklusiv eigentlich quasi hatten. Und dann, da aber eben der Standard ja ein offener ist, also RSS, lässt es sich inzwischen ja auch einfach dann auf Spotify eben auch noch verbreiten. Und die Leute, die Hörerinnen und Zuhörer werden das ja dann eh auch in einem separaten Podcatcher, also in der Podcasting-App auf dem Handy dann ja hören. Und irgendwann hatte ich dann nochmal entschieden, auch Soundcloud hinzuzunehmen, aber eben separat. Also man kann auch nur über Soundcloud einen Podcast veröffentlichen. Und das ist auch vielleicht ein Tipp, wie man sehr einfach durchstarten kann, wenn man selber nicht das hosten möchte, das Ganze. Und dann lässt man sich da halt den Feed von SoundCloud ausspielen. Ich nutze das aber einfach als ein Extra und mein Feed kommt trotzdem eben, der ist trotzdem selbst gehostet. Und das hatte ich mal gemacht, weil das dann zu dem Zeitpunkt eine bessere Einbettung in andere Websites ermöglicht hat. Also da hatte ich dann irgendwie Kooperation mit
ja, so Kunstmagazin, die gerne Ausschnitte einbetten wollten und dafür sich das dann angeboten, das mit Soundcloud zu machen. Und ja, ansonsten ist das aber eigentlich auch erweiterbar. Also ich könnte da jederzeit, wenn dann irgendwie eine neue und sowas mit Spotify, irgendwann war dann, das ist es sehr groß geworden und sehr viele Leute hören nur noch über Spotify und da habe ich das halt hinzugenommen. Und das war dann aber auch sehr einfach. Genau, also der große Vorteil an Podcast ist noch, es wandelt sich auch gerade so ein bisschen, aber wie Nick auch schon sagte, Podcast ist ein offener Standard. Das heißt, indem man einen Podcast veröffentlicht und diesen Standard auch benutzt, diesen RSS-Standard technisch gesehen, dann kommuniziert dieser Standard von sich aus, jeder darf auf mich zugreifen. Und egal welcher App-Hersteller, App-Anbieter, in jeder Podcast-App kann dieser Podcast auch aufgerufen, gesucht, gefunden und gehört werden. Vielleicht das Interessanteste ist tatsächlich auch, also iTunes heißt es ja seit einer Weile schon nicht mehr, es heißt jetzt Apple Podcast, schon seit, glaube ich, über einem Jahr. Da muss man einmalig seinen Podcast registrieren bei Apple. Dazu braucht man dann auch so eine Apple-ID, die man halt eh schon hat, wenn man ein iPhone zum Beispiel besitzt. Dort muss man einmalig seinen Podcast anmelden. Und sobald er in diesem Apple-Verzeichnis ist, ist es so, dass 99,9% aller Podcast-Apps auf dieses Verzeichnis zugreifen und alle Informationen, die da übermittelt werden, sich von dort aus ziehen. Und dann ist es quasi überall schon hörbar. Also dann gibt es nochmal Unterschiede, dass Google seit einer, glaube ich, jetzt in Deutschland seit einem Jahr auch ein eigenes Verzeichnis aufbaut. Da müsste man es auch nochmal separat anmelden und bei Spotify auch und bei dieser auch. Also man kann sich eigentlich merken, alle Plattformen, also wirklich Plattformen, also im Sinne von Streaming-Plattformen, diese Musikdienste, wie man sie kennt, also ne, Spotify, Deezer zum Beispiel, die sind nicht Teil dieses offenen Standards. Da muss man sich separat nochmal anmelden und den Podcast einreichen, damit er auch innerhalb dieser Plattform zu finden ist. Aber dafür gibt es mittlerweile auch Dienste, die für einen das übernehmen. Also wir benutzen zum Beispiel Podigy, das ist auch ein Podcast-Hoster, der schon so technologische Schnittstellen zu all diesen Plattformen besitzt. Das heißt, wenn man dort seinen Podcast veröffentlicht, oder mit deren Hilfe seinen Podcast veröffentlicht, technisch gesehen, kann man so mit einem Haken setzen schon sagen, okay, ich will, dass mein Podcast auch bei dieser, bei Spotify, bei Google, überall auffindbar ist. Also das wird immer leichter als Podcast-Anbieter, auch eine große Reichweite zu generieren potenziell. Was wir tatsächlich bisher nicht gemacht haben, was wir auch immer uns so ein bisschen mehr ankreiden, ist, dass wir YouTube nicht bespielen. Das haben wir tatsächlich unterschätzt. Und YouTube ist ja an sich eine visuelle Plattform für Videos, aber ganz, ganz viele Leute hören auch Podcasts über YouTube. Und meistens ist es so, dass dann wirklich nur das Cover-Artwork zu sehen ist. Da passiert halt visuell nichts, aber ganz viele Leute hören halt YouTube, benutzen YouTube auch, um Dinge zu hören und gucken gar nicht unbedingt nur. Es gibt ja auch ganz viele Podcasts, die auch, so wie jetzt hier im Studio, mit Kameras noch ausgestattet sind, wo man die Beteiligten auch sieht. Und dadurch hat sich ein Podcast auch im YouTube-Universum sehr stark verbreitet. Deshalb würde ich sagen, das ist auch nochmal vielleicht eine Überlegung wert, da präsent zu sein. Genau. Dazu fällt mir auch noch ein, dass wenn man jetzt auch Twitch beobachtet, also weil Twitch ist ja eine Video-Livestreaming-Plattform und die ursprünglich eben fokussiert auf Computerspiele, wo Leute eigentlich sich selber filmen beim Computerspielen und das dann kommentieren. Und dort entstehen jetzt aber auch mehr und mehr halt Formate, die gar nichts mit Gaming zu tun haben. Und eben viele auch diskursive Formate, und eben auch einige Podcast-Formate, wo sich eben dann oft mehrere Streamer, die alle ein eigenes Publikum haben, treffen, um sich dann zu unterhalten über ein Thema. Und die haben dann ja alle schon das Equipment. Die sitzen alle zu Hause, haben die Kamera auf sich gerichtet, haben das Mikrofon vor sich und dann geht es los. Und das Interessante ist jetzt, die bezeichnen das als Podcast. Manchmal gibt es da dann aber gar nicht mehr wird das gar nicht mehr veröffentlicht über RSS. Also es ist gar nicht mehr eigentlich über die normalen Podcast-Wege zu finden, aber es gibt immer noch diese Wahrnehmung, dass das ein Podcast ist. Also ich finde es auch interessant, wie manchmal sich dann so Wortbedeutung und Medienwahrnehmung sich auch verändern wird, auch mit den jüngeren Generationen, die jetzt nachkommen. Ich glaube tatsächlich, dass das auch ein Grund ist, warum so aktuelle Marktforschungen behaupten, dass die junge Zielgruppe gerade extrem wächst. Ich glaube, dass ganz viele junge Hörende
Podcast sagen, aber eigentlich gar nicht Podcast meinen, sondern tatsächlich eher so ein YouTube-Format dann gucken bzw. hören. Und wenn Sie interviewt werden von der Marktforschung, dann sagen Sie, ja, ich höre Podcast regelmäßig mehrmals am Tag. Aber faktisch ist es dann vielleicht gar kein Podcast. Aber der Begriff, der wandelt sich halt auch irgendwie ständig. Streng genommen ist auch eigentlich das, was bei Spotify passiert, kein Podcast. Aber ich halte auch nichts von dieser rein technologischen Definition. Audio zum Hören im Netz. Punkt. Also es kann halt, egal auf welcher Plattform es stattfindet oder was für eine Technik dahinter steckt. Es gibt aber auch Leute in der Szene, die das sehr viel dogmatischer oder traditionalistischer betrachten, was ein Podcast ist und was nicht. Ja, vielen Dank dafür. Ihr habt jetzt auch schon so ein bisschen über Reichweite und so gesprochen. Dazu passt ganz gut die Frage, wie kann man sich denn überhaupt bemerkbar machen und Aufmerksamkeit für seinen Podcast erzielen in dem ganzen, in dem großen Meer von Podcasts, die es so gibt? Habt ihr irgendwie so Tipps für Werbung, PR, Platzierung? Und eine Frage noch gleich anschließend, habt ihr Tipps, wie man am besten die Reichweite des eigenen Podcasts messen kann? Entschuldigung, bitte. Ich kann gerne übernehmen. Wir fangen mal an. Genau. Machen wir. Also vielleicht erstmal so, ja natürlich, das kriegen wir ständig, ja, wie machen, was können wir tun, damit wir gehört werden und reich und berühmt werden? Die Frage kriegen wir ganz oft. Ja, also es ist wirklich immer, immer schwieriger. Also man merkt ja auch, dass Projekte und Podcasts, wo auch Geld dahinter steckt, dass selbst das kein Garant ist, dass ein Podcast erfolgreich wird und gehört wird. Ich glaube, was tatsächlich essentiell ist oder anders ist als bei anderen Medienformen, man braucht tatsächlich relativ viel Geduld. Und es ist völlig ausgeschlossen, irgendwie eine Folge mal zu machen und erwarten, dass da gleich sau viele Leute da sind, die das hören. Und wenn das nicht ist, gleich wieder alles beenden, ist, glaube ich, auch nicht die Lösung. Aber natürlich muss man sich darüber Gedanken machen, wen will ich eigentlich erreichen und diese Zielgruppe auch auf anderen Kanälen, wo man vielleicht schon Kontakt zu dieser Community oder zu dieser Zielgruppe hat, die natürlich auch mit einbeziehen in der Kommunikation darüber, dass es einen Podcast gibt. Wir merken natürlich selbst, dass Social Media eine große Rolle spielt. Wenn man da jetzt nicht so viele Follower hat, kann man da ja auch Reichweite kaufen in Social Media für jetzt nicht so unglaublich viel Geld, um zumindest erstmal so das Wort rauszubekommen, hier, es gibt diesen Podcast, hört doch da mal rein. Was natürlich immer ein guter Tipp ist, wenn es schon Podcasts gibt, die in einer ähnlichen Thematik unterwegs sind, diese Podcaster vielleicht anzuschreiben und sagen, hier, willst du nicht mal bei mir zu Gast sein und ich bin bei dir zu Gast und sozusagen sich Reichweiten zu teilen. Natürlich, wenn man Gäste anfragt und vielleicht Gäste hat, die auch eine Reichweite haben, zu hoffen, dass das auch sich überträgt auf die Reichweite des Podcasts. Wenn es um Werbung geht, ist es natürlich super effektiv, in Podcasts zu werben. Also nichts ist so effektiv wie das, würde ich jetzt mal behaupten. Ist natürlich auch logisch, wenn man schon in der Podcast-App ist und man hört einen Podcast und man hört Werbung über einen anderen Podcast, dann ist der Weg in der App direkt die in den Shownotes verlinkten Podcast draufzuklicken und zu abonnieren, halt der geringste. Da merken wir tatsächlich selbst, in Social Media sind diese Gaps doch recht hoch. Instagram zum Beispiel ist eigentlich ein tolles Werbetool, aber wenn es nicht in der Story stattfindet bei Instagram, dann kann man ja gar nicht rauslinken aus dieser Welt. Bei Facebook ist es wiederum ein bisschen leichter, aber da sind diese Algorithmen so ein Riesenproblem. Also es ist ein schwieriges Thema, aber man darf nicht unterschätzen, also selbst eine große Plakatkampagne oder ein TV-Werbespot ist nicht wirklich adäquat, um eine Podcast-Reichweite aufzubauen, weil da dieser Medienbruch da ist. Also in der Podcast-App zu werben, sprich in einem anderen Podcast, ist, glaube ich, das effektivste Werbemittel. Und natürlich versuchen, wie gesagt, in der Gästeauswahl, wenn einem das wichtig ist, Reichweite zu generieren und die Community, die man schon hat, darüber zu informieren, dass es jetzt einen Podcast auch gibt, muss man auf jeden Fall mitdenken. Also einfach einen Podcast veröffentlichen und zu hoffen, dass da irgendwie jemand was hört, ist unrealistisch heutzutage. Es gibt natürlich die Möglichkeit, auch die Plattformanbieter zu kontaktieren, also explizit Apple Podcast oder auch Spotify. Da gibt es tatsächlich auch Redaktionen, die
ich sag mal, die Frontseite dieser App redaktionell kuratieren. Da werden Sachen empfohlen, da werden bei Spotify Playlists erstellt, der Redaktion dort in den Unternehmen. Und zu denen kann man auch Kontakt aufnehmen und sagen, hier, es gibt diesen Podcast. Vielleicht ist das ja relevant für eure App. Und manchmal hat man Glück und die nehmen das dann auf in so eine redaktionelle Empfehlung. Und dann kriegt man sofort irgendwie so eine Reichweite geschenkt, in Anführungszeichen. Bisher heißt es offiziell, dass man das nicht kaufen kann. Also wir haben auch nicht die Erfahrung gemacht, dass das geht. Ich glaube, das wird aber nur noch eine Frage der Zeit sein, dass man sich diese Sichtbarkeit innerhalb dieser Podcast-Apps auch kaufen kann. Ich persönlich sehe das kritisch, aber das ist einfach der Lauf der Dinge. So wie man Sichtbarkeit in Facebook und Instagram und YouTube sich kaufen kann, wird man natürlich früher oder später auch eine Sichtbarkeit und eine Reichweite sich in Podcast-Apps kaufen. Das wird diesen Gap zwischen professionellen und kommerziellen Produktionen und, ich sag mal, Indie und privaten Produktionen natürlich erhöhen. Das ist dann so die Kehrseite des Ganzen. Aber grundsätzlich wird das, glaube ich, eher leichter, was das angeht. Künstlich Reichweite durch Geld zu erlangen, wird leichter werden. Nick, hast du da noch was hinzuzufügen? Du hast am Anfang auch mal erwähnt, dass du auf jeden Fall PR, vielleicht auch Marketing betreibst für deinen Podcast. Ja, Öffentlichkeitsarbeit so ein bisschen. Ja, also eben Social Media, klar, das mache ich. Also ich tue das dann auf meinem Instagram, schreibe es auf Twitter. Früher habe ich es auch auf Facebook gemacht. Facebook mache ich jetzt nicht mehr, weil mich die Seite einfach zu doll nervt. Und dann ist es aber, würde ich auch sagen, also es hängt eben sehr stark davon ab, was macht man für einen Podcast. Also man sollte sich dann auch klar sein, wie groß kann der überhaupt werden mit dem, was man da tut. Und für mich wäre dann so ein Orientierungspunkt, was für eine Auflage haben eigentlich jetzt Kunstmagazine im diskursiven Bereich. Und das sind dann sehr kleine Auflagen, dass man bei sowas wie 5.000 oder so. Also wenn ich denn in den 500 bis 1000er Bereich bin an Zuhörenden, ist das schon eine super Sache. Und viel mehr Luft nach oben gibt es dann auch nicht unbedingt, weil eben das einfach begrenzt ist, wer sich überhaupt dann in dem Sinne so für so ein Nischenthema denn letztendlich doch interessiert. Ja, und dann genau kann ich auch nur bestätigen, dass wenn man jetzt ein Interview-Podcast macht, dass dann das eigene Publikum wächst mit den Gästen, also weil die oft dann eben einfach Interesse generieren. Also so habe ich das sehr stark auch wahrgenommen, dass ich innerhalb der Kunstszene dann mehr Aufmerksamkeit generiert habe mit jedem weiteren Gast. Danke dir. Wir haben nur noch 4 Minuten und ich weiß, dass einige Fragen offen bleiben werden. Ihr habt einfach so viele Fragen eingereicht, aber ich würde jetzt versuchen, 3 Fragen in einer zu bündeln. Mal gucken, ob das klappt. Und zwar gab es öfters die Frage, was ihr davon haltet, wenn es erstens alternierende Hosts gibt oder zweitens alternierende Formate oder es sich um einen Podcast als One-Man- oder One-Woman-Show handelt, was man ja nicht so häufig hört. Viele sind ja so Interview-Podcasts. Habt ihr damit Erfahrungen? Glaubt ihr, das kommt ganz darauf an? Oder ist das eher keine gute Idee? Christian, ich übergebe erstmal an dich. Also alternierende Hosts ist tatsächlich ein Thema, was uns auch gerade hier intern beschäftigt, wo wir darüber nachdenken. Ich glaube, das kommt sehr stark aufs Format an. Also je mehr man sich selbst individuell als Host einbringt in den Inhalt, desto schwieriger ist es natürlich, da noch jemand anderen zu haben und dann eine Episode machst du, eine Episode mache ich. So, das wird, glaube ich, ein Problem, weil wir merken schon auch, das hatte ich vorhin schon mehrmals erwähnt, so diese Hörerbindung, die halt einfach da ist beim Podcast. Ich glaube, das ist auch, klingt immer so ein bisschen cheesy, aber so diese Hörsituation mit Kopfhörer, man ist halt irgendwie viel näher an den Leuten dran. Und wenn man gewillt ist, auch so ein bisschen so einen Teil seiner Persönlichkeit irgendwie zu teilen, öffentlich zu machen, was man automatisch tut, wenn man ernsthafte persönliche Fragen allein stellt, gibt man immer auch einen Teil von sich selbst preis, sorgt halt dafür einfach, dass eine persönliche Bindung entsteht. Und die ist so viel wert, die würde ich nur unter ganz gut überlegten Bedingungen aufbrechen und verschenken wollen, eigentlich diesen Mehrwert.
Aber wenn es ein Format ist, wo nur die reine Informationsvermittlung, zum Beispiel, wenn es um Wissensvermittlung geht, da ist dann vielleicht der Host gar nicht so wichtig, sondern da ist der Fokus viel mehr auf den Experten, die man da vielleicht interviewt oder so. Da könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass ein Host ändern sich kann. Vielleicht, wenn da auch eine Redaktion existiert, die die Fragen sogar inhaltlich vorbereitet, gibt es ja auch, so arbeitet das Radio schon seit Jahrzehnten, dass eine Redaktion Inhalte vorbereitet, die ein Moderator und eine Moderatorin dann performt. Warum soll das nicht auch im Podcast funktionieren? Die andere Frage war, die letzte. Es gab nochmal die Frage nach, wenn man zum Beispiel eine fünfteilige Podcast-Reihe erstmal plant und dann alternierendes Format hat. Also vielleicht ist es einmal irgendwie ein Interviewformat, ach so, dann ja, und ja, so weiter. Ähnlich. Also ich glaube, man prägt mit einer ersten Folge, prägt man natürlich das Format. Man erzeugt automatisch eine Hörerwartung, die dann, wenn sie gebrochen wird in der zweiten Folge, erstmal zu Irritationen führt, glaube ich. Wenn man das von Anfang an transparent macht, sprich, dass die erste Folge an sich schon sagt hier, wir wollen das nächste Mal gehen wir übrigens, treffen wir die Person nicht im Studio, sondern gehen irgendwo hin und dann wird es ganz anders klingen. Man hat vielleicht schon mal so einen Teaser, um schon mal darauf vorzubereiten, dass die nächste Folge ganz anders sein wird, dann ist es wiederum okay. Das ist ja auch wirklich die Freiheit, die der Podcast bietet. Es gibt keinen Formatzwang, der ja irgendwie institutionell von einem Sender irgendwie vorgegeben ist. Man kriegt Feedback. Wenn es ankommt, ist es gut, dann kann man überlegen, ob man es annimmt und weitermacht oder eben verändert und verwirft und neu macht. Also. Danke dir. Es war noch eine dritte Frage enthalten, und zwar ob du gute Beispiele kennst für so One-Man- oder One-Woman-Shows. Ja, im deutschen Bereich fallen mir da jetzt keine ein. Also ich glaube, erstmal so an sich ist das auf jeden Fall ein Format, was funktionieren kann. Ich glaube, die Blaue Stunde bei Radio 1, der Podcast mit Serdar Somuncu, ist, glaube ich, auch manchmal so One-Man-Show-mäßig, dass man nur ihn hört. Wenn es jemand ist, der im weitesten Sinne irgendwie kommentiert, über etwas spricht oder so eine eigene Geschichte teilt, kann das durchaus funktionieren. Ich glaube, der Tagesspiegel hat auch mal einen Podcast gemacht mit einem, so eine achtteilige Serie, glaube ich, mit einem ehemaligen obdachlosen Mann, der so seine Geschichte einfach erzählt. Man hört da die ganze Zeit nur ihn. Es gibt im US-amerikanischen Podcast-Bereich ganz viele sogenannte Storytelling-Formate, wo halt nur eine Person zu hören ist, die ihre Geschichte erzählt, was aber auch in der Produktion im Nachhinein dann zusammengeschnitten ist. Das ist nochmal eine andere Geschichte, aber es kann funktionieren. Also gerade im Comedy-Bereich zum Beispiel ist ja das Stand-up ein etabliertes Format und das funktioniert natürlich auch im Podcast. Da ist es dann auch eine One-Woman-One-Man-Show. Warum soll das nicht auch dort funktionieren? Gerade in dem Bereich gibt es ja viele Beispiele. Bill Burr zum Beispiel, so ein US-Comedian, der hat einen Podcast, der ist unglaublich erfolgreich und der redet jeden Montag einfach nur so zu seinen Leuten, irgendwie, die ihm zuhören, und macht so ein paar Witze. Also es funktioniert. Es ist ein Format, was in Deutschland noch nicht so etabliert ist, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass es hier noch nicht so viele Vorbilder gibt, außer vielleicht aus der Comedy-Welt und aus der journalistischen Kommentatoren-Welt. Aber da kennt man es vielleicht eher aus dem Fernsehen oder aus dem geschriebenen Metier. Ja, vielen Dank. Es kam gerade noch ein Hinweis auf Natascha Wegelins Podcast, Madame Moneypenny. Das ist ja ein One-Woman-Format. Ich würde mir jetzt einfach mal rausnehmen, vielleicht überziehen wir doch ein paar Minuten. Und zwar eine allerletzte Frage, die ich aber für sehr wichtig halte, deswegen möchte ich die gerne noch stellen. Und zwar, holt ihr euch jeweils ein schriftliches Einverständnis zur Veröffentlichung vor der Aufnahme ein? Habt ihr irgendwie ein User Agreement oder wie macht ihr das? Also kann ich ganz kurz vielleicht sagen, also die Anfrage, die findet ja schriftlich statt und die Zusage, also per Mail, dann wird nochmal telefoniert, aber da ist ja schon dann quasi ein Einverständnis da. Für Auftragsproduktion machen wir das natürlich, dass wir das auch irgendwie vertraglich festhalten, aber wenn es so um private, eigene Produktionen geht, ich bin jetzt kein Jurist, aber das Einverständnis über E-Mail, die Anfrage, die Interviewanfrage und die Bestätigung, ich bin dabei, ist ja schon ein Einverständnis. Und die Aufnahmesituation, wenn man irgendwo hingeht, sollte man natürlich auch, das mache ich immer, übrigens, das Aufnahmegerät ist jetzt an, ich beginne jetzt die Aufnahme, sodass halt klar ist, alles, was jetzt gesagt wird, wird halt auch aufgenommen. Wie gesagt, ich bin kein Jurist, aber ich glaube, das reicht, aber wenn man auf Nummer sicher gehen will, ist natürlich eine schriftliche Einverständniserklärung. Da gibt es Vordrucke im Internet, die auch juristisch dann
sicher sind. Ich glaube, DSGVO-mäßig ist das auch nochmal so ein Punkt. Kann man sich da Vordrucke holen und die auch vorlegen? Ist manchmal so ein bisschen so ein awkward Moment, wenn es eigentlich ein Privatpodcast ist und dann muss da irgendwer sowas unterschreiben, dann wirkt es sofort so formell und zerstört vielleicht auch eine Situation, aber das kann man ja auch im Vornherein ansprechen. Übrigens, wir machen diesen Podcast, da kriegst du noch so ein Schreiben, das musstest du mir sagen, müsstest du mir unterschreiben, sonst kann ich das leider nicht veröffentlichen, das ist jetzt nichts Wildes. Nur, dass du Bescheid weißt, ich bringe das dann mit oder schick's vielleicht sogar schon vorher per Mail. Ja, also ich mache das, mach das auch nicht. Also genau, also ich würde es auch tatsächlich seltsam finden und eher die Situation untergrabend empfinden, weil mir diese Intimität eben auch wichtig ist. Also da gehe ich dann eher das Risiko ein, lieber das Risiko ein, dass, sagen wir mal, irgendwer ist dann 5 Jahre später super unzufrieden mit dem, was da drin ist und dann so sagt, hier, du musst es löschen. Und dann wird es gelöscht. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil für mich der Fokus auch so sehr eben darauf ist, dass man eine Beziehung eigentlich herstellt und in ein gutes Gespräch kommt und eben beide da auch so einen Wunsch haben, das dann in die Öffentlichkeit irgendwo auch zu tragen. Genau, und das ist eben einfach eine andere Ebene als so eine sehr stark professionalisierte. Und klar, wenn man einen Werbepartner hat, dann kann ich auch gut verstehen, dass es vielleicht dann nochmal anders dann läuft. Super, vielen Dank. Wie gesagt, wir sind nicht zu allen Fragen gekommen, weil ihr so gut mitgemacht habt und so viele Fragen eingereicht habt. Aber vielleicht haben wir nochmal an anderer Stelle die Möglichkeit. Vielen Dank an Christian Conradi von 4000 Hertz von dem Podcast Dable und an Nick Koppenhagen von dem Kunstgespräche Podcast. Es war super interessant. Wir haben auf jeden Fall viele Fragen beantworten können. Vielen Dank für eure Einblicke, Erfahrungen und alles, was ihr mit uns geteilt habt. Meine Kollegin Linda hat gerade einen Link in den Chat gepostet und zwar zu unserem Feedback-Formular. Linda, du kannst ihn gerne nochmal reinstellen, dann ist er jetzt für alle wirklich sichtbar. Das ist, apropos sich selbst einschätzen, Evaluation etc., für uns ganz wichtig. Wir sind selbst ein gefördertes Projekt und immer daran interessiert, unser Angebot bestmöglich auf eure Bedürfnisse zuzuschneiden. Das Ganze dauert auch nur 3 bis 5 Minuten, versprochen. Dieses Feedback-Formular auszufüllen, nehmt euch gerne die Zeit, öffnet den Link schon mal oder kopiert ihn raus. Ich freue mich sehr, wenn wir da ein bisschen Feedback bekommen. Genau, ich habe mich schon bedankt, auch nochmal an den ganzen Teilnehmenden und eben an Linda, die im Backoffice hier stark unterstützt hat. Das habt ihr alle nicht mitbekommen. Vielen Dank dafür, Linda. Und ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Bleibt vor allen Dingen gesund in diesen verrückten Zeiten und ich hoffe, wir sehen uns online, offline wieder. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.